Die Messestadt Wels würde unter der Pandemie besonders leiden und mit ihr viele Zulieferfirmen, sagt Petra Wimmer von der SPÖ. Sie ist aus Wels in Oberösterreich. Der Masterplan der Plan T für Tourismus, der sei längst überholt. Gerald Hauser, FPÖ, ist der nächste Redner. Ja, danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte doch ein paar Worte zum Tourismusbericht, auch zur Erfolgsbilanz 2019 erwähnen. Das war eine Erfolgsgeschichte und ich möchte allen gratulieren, die dazu beigetragen haben, also vom kleinen Vermieter über den Hotelier bis zum Gasthaus, Kaffeehaus, Urlaub am Bauernhof, die komplette Palette. Also unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, die diese Erfolgsgeschichte schreiben konnten im Jahr 2019, denen gehört einmal ein großes Kompliment und Dankeschön ausgesprochen. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir diesen erfolgreichen Weg zurück wieder finden werden. Der wird nicht von heute auf morgen passieren, aber wenn wir konsequent richtige, vernünftige Maßnahmen umsetzen, werden wir das früher erreichen, als wir persönlich selber glauben. Es gibt im Sommer auch mittlerweile Betriebe und Regionen, die durchaus sehr gut gebucht sind. Ich möchte da also nicht unbedingt ein paar erwähnen, aber all jene, die in der Vergangenheit auf die Stammgäste geschaut haben, diese Stammgäste betreut haben, die werden natürlich profitieren, weil viele sagen, wir fahren dorthin, wo wir zufrieden waren, da kennen wir den Betrieb, da fühlen wir uns wohl, werden gepflegt und umhegt. Und das ist genau dieses Markenzeichen, die für unseren österreichischen Tourismus steht. Und deswegen werden wir auch wieder zurück zur Erfolgsgeschichte kommen. Stolz bin ich auch, dass wir 2019 waren wir noch teilweise mit in der Regierung, dass wir unseren Beitrag leisten konnten zum Masterplan Tourismus, wo wir ja in allen Bundesländern mit unterwegs waren und auch die Ideen der Unternehmerinnen und Unternehmer eingeholt haben, um einen Kompass für die zukünftige Entwicklung des Tourismus zu haben. Auch bin ich stolz, dass uns die Mehrwertsteuerreduktion bei der Beherbergung gelungen ist, von 13% auf 10%. Das waren immerhin 120 Millionen Euro, die sich damals die Branche auch wieder vom kleinen Vermieter bis zum Hotelier ersparen konnte. An dem haben wir sehr konsequent gearbeitet und das war auch eine ganz tolle Verbesserung der Rahmenbedingungen. Und vor allem die Kombination und die Koordination zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ich glaube, das haben wir in der letzten Regierungsperiode so richtig erkannt und auf Schiene gebracht. Ich finde das wahnsinnig gut, dass die Landwirtschaft und auch der Tourismus in einem Ministerium gebündelt ist, weil Landwirtschaft und Tourismus zusammengehört und damit diese Kraft, auch diese PS auch auf die Straße gebracht werden. So weit, so gut. Wir werden immer wieder kritisiert, wenn wir jetzt Maßnahmen, ich sage es noch einmal, nicht kritisieren. Wir wollen ja alle vom Herzen heraus unseren Beitrag leisten, dass es dem Tourismus besser geht. Und das ist keine plumpe Kritik, sondern das sind einfach Anregungen. Man kann es natürlich auch so sehen, wie das die Kollegin Nessler sieht, dass die Regierung alles richtig macht und die Freiheitliche Partei überhaupt nichts zum Erfolg des Tourismus beiträgt. Okay, das ist die, man kann es so sehen, aber ich denke, das ist eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, die sowieso also überhaupt nichts bringt. Ich möchte nur bitten, hören Sie einfach zukünftig ein bisschen mehr zu. Wir meinen es wirklich ernst mit den Menschen, mit dem Tourismus. Wir wollen konstruktiv sein. Es wird nicht alles vernünftig sein, was wir vorschlagen. Aber es ist auch nicht alles unvernünftig, ja, was wir vorschlagen. Ich vermisse das. Ja. Vielleicht wird es besser. So, jetzt zum dritten Mal auf mein Herzensthema. Und ich möchte das feststellen, weil ich permanent auf die privaten Vermieter von Ferienwohnungen zu sprechen komme. Endlich. Also ich merke, ich dringe durch. Ich bin jetzt also bei der SPÖ. Ich danke für die Unterstützung, auch schon im Ausschuss, auch schon das letzte Mal. Da bin ich durchgedrungen. Bei der ÖVP bin ich noch nicht durchgedrungen. Die Grünen sprechen bereits mit mir, also ich hege Hoffnung, dass mir dieses Thema genommen wird, weil ich kann es selbst nicht mehr hören. Aber ich bringe jetzt mit Leidenschaft den Antrag noch einmal ein, aber ich kläre nicht noch einmal, also das, glaube ich, ist nicht mehr notwendig. Also meine Kollegen und ich selbst möchten einen Entschließungsantrag einbringen, den ich bitte jetzt vorstelle, der Nationalrat wolle beschließen,
Die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend jene Schritte zu setzen, die sicherstellen, dass auch die privaten Vermieter von Ferienwohnungen im Rahmen des häuslichen Zu- und Nebenerwerbs mit maximal 10 Betten in den Kreis der Anspruchsberechtigten aus dem Härtefallfonds aufgenommen werden. Und dass die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Höhe der Förderung sowohl für die Vermieter im Rahmen des häuslichen Zu- und Nebenerwerbs mit maximal 10 Betten als auch für die Vermieter im Rahmen des Urlaubs am Bauernhof vereinheitlicht wird und damit die derzeit bestehende Benachteiligung beseitigt wird. Ich bin aber schon gespannt, wie die Abstimmung ausgehen wird. Große Hoffnung habe ich nicht, aber ich denke, steht der Tropfen hüllt den Stein. So, und jetzt noch eine andere Platte. Nicht, dass Sie glauben, dass ich das nur das einzige Thema ist. Übrigens, ich selber bin nicht Privatvermieter, ich lobbyiere nicht für mich. Möchte ich auch einmal feststellen, weil ich das jetzt wirklich so durchtrage, dass schon fast der Eindruck entsteht, also ich habe einen Gewerbebetrieb, bin nicht Privatvermieter, mache das nicht für mich. Anregung wieder. Es ist richtig und ich finde es super, Frau Minister, dass Sie ein Sonderbudget für die Österreich-Werbung in Höhe von 40 Millionen Euro locker machen konnten für die Bewerbung des Sommertourismus im Inland wie auch in Deutschland. So weit, so gut. Sage ich, super. Was erwarten wir uns, wenn das unterm Dach der Österreich-Werbung passiert? In Koordination mit den Ländertourismusverbänden würde ich mir erwarten, um die Kraft richtig auf die Straße zu bringen, um die PS richtig auf die Straße zu bringen, dass eine Einheitlichkeit auch im Auftritt einer Wortbildmarke passiert. Das wäre vernünftig, wenn man das koordiniert. Österreich-Werbung, Ländertourismusorganisationen. Das ist eine Anregung von uns. Wie schaut das Resultat aus? Wir haben einen Slogan, der lautet: Auf dich wartet ein guter Sommer, dein Österreich. Wie wird das Ganze umgesetzt? Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele mitgebracht. So, die schönsten Urlaubsplätze. Nichts vom Slogan, nichts enthalten. Urlaub in Österreich. Wieder ein Bild, kein Slogan, nichts. Wo ist da die Koordination? Urlaubszeit, die schönsten Urlaubsziele in Österreich. Für was brauche ich die Koordination? Wir sind für dich da, wenn du Freiheit in den Bergen suchst. Auch schön. Wieder keine Wortbildmarke, wieder nichts. Das kann ich also jetzt beliebig fortsetzen, egal wo ich gehe, wohin, was ich mir anschaue, Urlaub in Österreich, wieder der Urlaub in Österreich. Nirgendwo, bitte. In allen Kampagnen, Inseraten, die in letzter Zeit geschalten wurden, und die haben mir das angeschaut, kommt diese Wortbildmarke, die eigentlich der Output einer Kooperation sein müsste vor. Und deswegen, bitte, nehmen Sie unsere Kritik nicht immer persönlich. Wir meinen es ernst mit dem Tourismus und wir glauben, wenn man das sich zum Beispiel anschaut, dass man da diese Kampagne wirklich besser umsetzen könnte und damit noch mehr Gäste für den Urlaub in Österreich und bei uns begeistern könnten. Also zukünftig hören Sie ein bisschen auf uns, reden Sie mit uns und hören Sie uns vor allem zu. Dann könnte man, glaube ich, gemeinsam noch mehr weiterbringen. Ich danke. Applaus